Ja. Jetzt habe ich endlich was zu essen. Und marschiere hier durch die Einkaufsstraßen. Die Shops. Wo ich eben halt ganz normal jeden Tag einkaufen gehe. Und esse jetzt mein Shawarma. Der Shawarma, um nochmal für alle zu erklären, ist ein ganz dünnes, feines Fladenbrot, was in so einem Ofen an die Wand geklatscht wird. Und das ist ganz dünn, wie, ich sag mal, wie Blätterteig. Das wird mit Joghurtcreme bestrichen, mit Kräutern und Gewürzen, also ganz frisch. Und da kommt das Hähnchenfleisch dazu. Und ja, Tomaten, Gurken und na, Gedöns halt, Grünzeugs. Und das Ganze wird dann zusammen eingewickelt. Wie so eine lange Flöte. Also ihr seht es da hier. Und das kann man so in der Hand nehmen. Und ich liebe diese scheiß Dinger. Ja, ich bin ja schon rüber. Einmal hupen und alles ist klar. Um mal zurückzukommen zu vorhin, zu dem anderen Ding. Dieses ständige Unterstellen, ich werde hier vom syrischen Staat bezahlt, vom bösen Assad-Regime. Und ich hätte hier ständig irgendwelche Begleiter bei mir. Nein, ich bewege mich hier völlig frei und völlig unzensiert durch das Land. Also ich kann hier machen und tun und lassen, was ich will. Und das kann ich in Deutschland eben halt nicht. Und das können viele in Deutschland nicht mehr. Also ich bin froh und glücklich, dass ich hier sein kann und dass ich hier sein darf überhaupt. Und als Deutscher, weil, gut, ich komme aus einem Land, in dem das Merkel-Regime herrscht und das Merkel-Regime oder Frau Merkel ja ganz persönlich gesagt hat, Assad must go. Und das wird hier natürlich auch zur Kenntnis genommen. Assad must go, gut, und ich bin aus Deutschland. Ich muss mir natürlich immer dafür rechtfertigen, dass ich aus diesem Land komme, das fordert, dass ihr Präsident gehen muss oder gehen soll, wie auch immer. Und ich bin da ja ganz anders. Jeder, der auf meine Seite geht oder mein Profil sich anschaut, mein Profilbild, mein Titelbild anschaut, weiß, wo ich stehe und für wen mein Herz schlägt. Okay, ich werde jetzt erstmal zu meinen Jungs gehen. Wir treffen uns unten da wieder bei mir an der Ecke unten im Zelt und werden Karten spielen. Also ich kann keine Karten spielen, ich habe keine Ahnung davon. Aber sie versuchen es mir beizubringen. Und gut, ich lerne dabei hoffentlich ein bisschen mehr Arabisch. Und das ist das Beste oder wesentlich besser, als wenn ich in der Schule gehe. Ich gehe natürlich ab, in 2 Wochen gehe ich hier auf die Schule, um Arabisch zu lernen. Ja, aber mit den Jungs und mit allen anderen Freunden und Nachbarn kann ich mich schon sehr gut verständigen und das klappt wunderbar. Und da gehe ich jetzt hin, esse auf dem Weg mein Shawarma und dann, oh, hi! He's a friend from the restaurant here. Hamadan. Hamadan? Yes, I cannot speak Arabic. What's tell the right name? What's the name? Hamadani. Also Hamadani, also ihr wisst Bescheid. Da gehe ich immer schon mal essen. Am ersten Abend hat er mich hier auch bedient. The first evening we eat here. Wir machen natürlich einen Picture. Okay, jo, Leute, ich bin beschäftigt. Ich muss einmal kurz dort rein und Hallo sagen. Bis dann, ciao.